Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier bei Divan LP, also quasi auf meinem Kanal. So, und ihr seht Farm Manager 21, also 2021, ne? Ja, ich habe mich für das Spiel entschieden, das auch zu Let's Playen, weil ich schon den Vorgänger, den Farm Manager 2018, richtig geil fand. Und ja, was wollte ich sagen, Leute? Wir mussten lange drauf warten, ne? Er sollte eigentlich schon Anfang des Jahres rauskommen. Ne? Er wurde halt immer wieder verschoben, 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 verschoben. Und jetzt am 6. Mai war es dann doch endlich soweit. Und ja, wir können ihn spielen. Ich habe das Tutorial schon mal angespielt gehabt. Also nicht angespielt, sondern reingespielt. Ich habe das mal mir angeguckt. Und es ist, ja, es macht Laune. Es macht, ja, auf mehr, ne? So, pass auf, folgendes. Ich weiß, viele werden das hassen, ich mag das eigentlich auch nicht so, aber wenn euch das gefällt, was ihr hier seht bei mir auf dem Kanal, dann lasst mir doch gerne mal ein Abo da und gebt auch den Videos euer Däumchen. Das würde mir persönlich sehr viel helfen und ich weiß dann auch für mich selber, ihr seid da draußen, ihr guckt das und ihr mögt es. Das möchte ich jetzt einfach mal in diesem Video, im ersten Video sagen. Wird nicht wieder vorkommen, den nächsten Videos. Ich mache das so ungern, Leute, aber manchmal ist es vielleicht doch besser zu sagen, ey, Mensch, pass auf, wenn es dir doch gefällt, dann lass doch gerne ein Abo da, gib dem Video einen Daumen. Weißt du, es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt hier betteln will oder so. Nein, um Gottes Willen. Aber manchmal muss man es vielleicht ein, zweimal machen, weißt du, so. Und ja, so, ich habe mich auf jeden Fall dafür entschieden, dass wir im Let's Play die Kampagne spielen. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht freies Spiel oder, ne? Und letztendlich habe ich gesagt, nee, komm, wir spielen zusammen schön die Kampagne und fuchsen uns da so ein bisschen durch. Ne? Ein Kumpel von mir, der suchte das auch zur Zeit, der schickt mir auch immer schon Fotos. Oh ja, finde ich richtig klasse. Er mag das Spiel auch. Grüße gehen raus, Tobi. Ah ja. Naja, so, jetzt gucken wir mal. Wir haben einfach Kampagne geklickt und jetzt lädt es. So, es lädt und lädt und lädt. Und wir warten darauf, dass wir endlich starten können. Ja. Ah, ich hab so Bock. Ehrlich, Leute, ich hab echt so Bock. Ah, ein bisschen spät. Ich hätte es eigentlich schon viel mehr aufnehmen wollt, aber die letzten Tage habe ich mir auch mal, oder halt wir, meine Familie, ne, auch die Sally, wir haben uns einfach auch mal ein bisschen Zeit für uns genommen, weißt du? Das gehört einfach auch dazu. So, aus dem Staub geboren, Kapitel 1, Kapitel Belohnung 15.000. Ja, dann lass uns mal anfangen. Hey, hallo, grüß dich. Wir machen erstmal hier Pause, ne? Kennst du... Hä? Hä? Hier ist ja nicht mal eine Straße. Hä? Was? Hallo? Ey, wir haben hier keine Straßenanbindung. Okay, wie geil. Oh, ich mag das jetzt schon. Alles so Ruinen hier. Weißt du, du kommst hierher, hast wahrscheinlich das von Apfel und ein Ei gekauft und freust dich. Ja, Goldgrube, da kommst du ja hin und... Scheiße. So, lass uns mal gucken hier. Wie mal gucken. Guten Morgen, was für ein schönes Wetter, nicht wahr? Genau richtig, um einem neuen Projekt zu beginnen. Um mit einem neuen Projekt zu beginnen. Oh ja, Märchen, lass mal beginnen. So. Ah, hä? 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 Achso, hier vorne ist die Straße. Ach, guck einmal an. Ja, ich dachte schon, wir sind im Nirgendwo. Vor kurzem hat unsere Firma dieses Gelände gekauft. Darauf befinden sich mehrere zerstörte Gebäude. Ja, kein Problem. Ich werde das für dich regeln, Puppa. Entschuldigung. Als Vertreter eines Agrarunternehmens musst du sie wieder aufbauen und deine Farm ausbauen. Mir ist bewusst, dies dein erstes wichtigstes Projekt ist. Du schaffst es. Was? Mir ist bewusst, dass dies dein erstes Projekt ist? Okay. Ja. Im Vertrag steht, dass dir das Unternehmen dieses Hauses zur Verfügung gestellt hat. Was? Dass dir das Unternehmen dieses Haus zur Verfügung gestellt hat. Es bietet dir nicht nur ein gemütliches Bett, sondern auch ein kleines Lager und einen Parkplatz. Schön. Finde ich geil. So, guck mal hier, so Bio, ne? Wer hätte es gedacht, Bio, ne? Das andere ist Plastik, das ist Bio. Könnte ich mich wegschmeißen, wenn ich das jedes Mal lese. Entschuldigung, aber das musste mal sein. Als ob das andere Plastikhühner sind. Das eine sind echte Hühner. Lass mal das. Also gut, dann lass uns mal loslegen. Baue als erstes dieses Gebäude wieder auf. Okay, mach mal. Der Chef sagt, dass du einen Bonus von 500 erhältst, wenn du das schnell erledigst. Okay. Ich würde vorschlagen, dass du mit dem Stall beginnst. Okay. Aufgabe erledigt. So.
Also fast. Huch. Jetzt hat es einen kleinen Makro hier. So, okay, jetzt müssen wir unsere Farben aufbauen. Wie geil. Ich finde das so geil. Oh, Leute, es macht so Spaß. Los, mach ihn. Los, bau die Scheine auf. Los, lass die Peitschen erklingen. Was? Nein, nicht. Oh, guck mal, es gibt ja auch eine Fischzucht, ne? Hier, Forellenfleisch und Kirschen. Gibt es gerade plus 15% Erlös, ne? Mais und Milch jetzt eher weniger. Das ist interessant. Da müssen wir halt mal drauf achten und drauf gucken. So, jetzt lassen wir mal hier die Scheune. Was wollte ich noch sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen? Pass auf, warte, wir bauen die jetzt fertig. Klingen, machen kurz Pause wieder, damit keine Zeit verschreitet, ne? Reparieren, Scheune, Erfolg. Oh, mach ich jetzt eine Errungenschaft, die kriegt keine Ahnung. So, pass auf. Was ich noch sagen möchte. Wir werden dieses Let's Play hier nicht hier, ne, wie eine Rakete durchstarten und jaschte. Wir lassen uns hier auch wieder schön Zeit, schön gemächlich, schön beruhigend, ne? Und alles andere ist egal, ne? Alles, was da draußen so hinter der Tür oder hinter dem Fenster, lasst einfach alles segeln von euch. Okay, mal ein bisschen Yankee machen. Nein. Du musst dir übrigens Gebäude auf dieselbe Weise wieder aufbauen und vergiss nicht, die Zäune anzustreichen. Alles klar. Reparieren. Gebäude für Festangestellte. Verlassenes Gebäude für Festangestellte. Reparieren. Reparieren. Halt. Hier, reparieren. Na, Zäune müssen wir ja auch machen. Hat sie ja eben gesagt, wir sollen die Zäune machen. Also reparieren wir auch die Zäune. So, was haben wir hier? Ach, hey. Reparatur auf Haltbarkeit 90%. Ach du Scheiße. Verkaufen? Umparken? Ja, okay, das brauchen wir jetzt nicht machen. So, die Zäune haben wir repariert. Da haben wir schon einen Haken dahinter. Sehr geil. So, jetzt bauen wir die Scheune auf. Haben wir auch geschafft. Sehr schön. So, jetzt machen wir wieder Pause, ne? Schön gemächlich. Nachdem dem Stall. Was? Neben dem Stall wurde ein beschädigter Flug gefunden. Transportiere ihn zum Parkplatz. Verlegen. So. Neben dem Stall befindet sich noch immer ein beschädigter Traktor. Transportiere ihn zum Parkplatz, um ihn dir näher anzusehen. Ja, haben wir auch. Mama mia. So. Du kannst einen Mechaniker rufen. Vielleicht kann er dem Traktor und dem Flug wieder ein neues Leben einhauchen. Wo mache ich das? Umparken, verkaufen, reparieren. Alter, 18.000. Ja, reparieren wir mal. Das kostet nur 200, das ist natürlich nicht schlecht. So. Na dann, hol den Mechaniker ran. Wo hatten wir denn die anderen Häuser? Ach, hier unten waren. Hä? Oh, guck mal, ist das da hinten ein Dorf? Kommen wir da irgendwie hin? Ach nee, das ist noch ein Hof, ne? Gebäude für Festangestellte. Ach, wie krass. Ich glaube, wir müssen uns bis dahin arbeiten. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Schön. Oh, ich mag diese Kampagne, mag ich echt sehr. Was ist los jetzt hier? Auf Experte warten. Oh, toll. Was soll ich mal hinmachen hier? Zeit ist Geld. Das haben wir nicht. Ach ja, wie ihr wohnt, natürlich machen wir die erste Folge auch ein bisschen länger, damit wir uns ein bisschen reinfuchsen. Ne? Das kennt ihr ja. Ja, und wie gesagt, ich habe mich auf jeden Fall gegen eine Facecam entschieden. Wenn ihr es unbedingt wünscht, dass ich mit Facecam mache, dann schreibt mir das unten in die Kommentare. Bitte mit Facecam, ja, oder dann eben nicht. Ne? Und umso mehr Likes das dann hat mit dieser Facecam, das muss einer von euch schreiben. Ich mache das nicht. Bin ich zu faul zu. So. Sehr schön. Jetzt müssen wir wieder Pause machen, ne? Kennst du ja. Es wird Zeit, an Straßen zu denken. Lege sie so an, dass jedes Gebäude von der Hauptstraße aus erreicht werden kann. Schön. Das heißt, auch die Scheune? Ist das richtig? Okay. Ach ja, Jemi. Jetzt sollen wir auch das... Ach, du Gott. Okay, Straße. Zweispurige. Gefestigte Straße, Schotterstraße. Was ist denn jetzt... So... Ich würde schon gern. So. Das da wollte ich nicht. Das da kann ich. Ich will abreisen. Ich will abreisen hier. So, genau. Sehr schön. Okay.
Die Gebäude müssen noch an die Stromleitung angeschlossen werden, damit der Betrieb dort aufgenommen werden kann. Die Hauptstromleitung verläuft entlang der Straße. Schließe die Gebäude daran an. Ah, nice. Jetzt müssen wir Stromleitung platzieren, siehst du? Elektromast, elektrische Trafo. Hier, Elektromast. Warte mal. Kann ich jetzt... Nochmal. So. Okay. Ist das jetzt angeschlossen? Ne, eigentlich nicht, ne? Könntest du das wieder wegnehmen? Hey, wie schließe ich das jetzt da an? Warte mal. Ach so, guck mal, siehst du das? Ah, wie geil ist das denn bitte? Hier, hauen wir hier noch rein hin. Sehr schön. So, pass auf, weiter geht's. Sehr schön. Bevor du den Ausbau deiner Farm in Betracht ziehst, solltest du diese Gebäude renovieren. Denk auch an die Straßen und die Stromversorgung. Ja, Madame, das werde ich machen. So, renovieren. 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 Was haben wir hier? Müll beseitigen. Renovieren. Was ist das? Umparken? Verkaufen? Okay, das können wir gerade noch nicht machen. Müll beseitigen. Ah, wie geil ist das denn, dass man hier Müll beseitigen muss, ne? Das ist schon echt der Hammer. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier noch Straßen hin. Warte mal, können wir die Bäume abreißen? Die stören gerade. Die stören mich ein bisschen. So, ein bisschen stören sie doch, ne? Weißt du? So, erstmal hier ein bisschen Baufläche frei machen. Dass wir nachher richtig gleich loslegen können, weißt du? So, dann machen wir das gleich einmal. Ein bisschen zicki-zacki-zack. Ja? So. Genau, hier kannst du auch gleich noch machen. So, na guck mal, wie schön das ist. Und da können wir uns hier richtig entfalten. Weißt du wie? Da können wir richtig was Schönes hinzaubern. Aber ich bin mal gespannt, wie die Story jetzt so aufgebaut ist, die Kampagne. Ne? Kostet uns das Geld? Nö, ne? Ich glaube, die kann ich einfach so wegnehmen. So, schön, da haben wir schon mal den Platz hier komplett. Sehr nice. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall hier noch eine Straße hin. Hat sie ja gesagt, ne? Ich würde da auch gleich eine befestigte machen. Jetzt müssen wir mal gucken. Okay, pass auf. Ziehen wir sie hier einmal durch. So. Sehr schön. Und weil ich so gut bin. So. Tadam. Ja. So. Jetzt haben wir das da hinten schon mal. Ich würde das jetzt auch schon mal so lassen. Ich würde jetzt hier Play drücken, dass sie das auch reparieren und bauen. Na? Zweimal kleiner Stall an Strom angeschlossen. Ah, müssen wir ja auch noch machen, an Strom anschließen. Siehst du, jetzt fast vergessen. So, pass auf, dann nehmen wir mal Strom. So. Was jetzt? Machen wir wieder. Hey, ich will weiter Strom machen. Gib mir Strom. Strom, 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 Strom. Ich möchte das ja so gut wie möglich machen. Ne? Jetzt musst du erst mal gucken. So, warte. So, jetzt klicken wir hier drauf. Jetzt brauchen wir das da. So, sehr schön. Haha, cool. Das haben wir schon mal. Sehr nice. Sieht natürlich jetzt mit den Stromleitungen, ja, finde ich geil gemacht. Schöne Idee, ja, muss man jetzt ehrlich sagen. Aber die nehmen ganz schön viel Platz weg, finde ich, ne? Da muss man echt sehr gut wirtschaften damit. So, baue zwei Parkplätze für Maschinen und transportiere deine gefundene Ausrüstung dorthin. Okay, zwei Parkplätze bauen. Alter, ne? Was ist das? Parkplatz. Okay. Aber wieso, hä? Wieso? Das begreife ich gerade nicht. Die kann ich da nicht hinbauen. So. Mal umparken. Okay, jetzt. Umparken. Geht nicht. Ich kann die nicht umparken.
Wieso kann ich die jetzt nicht umparken? Weil ich noch einen Parkplatz bauen muss, glaube ich, ne? Ich brauche 2 Parkplätze. Reißt der mir jetzt den Strom dann weg? Wenn ich das so hinstelle, pass auf. Ah ne, der schiebt das automatisch rüber. Ach, wie geil. Okay. Hast du gesehen? Der hat das dann automatisch weggeschoben. Echt nicht schlecht. Baue 2 Parkplätze für Maschinen und transportiere deine gefundene Ausrüstung dorthin. Verlegen. Hä? Ja. Ach, jetzt macht das. Okay. So, einmal. Nee. Warte, ich höre das nochmal. Parkplatz 1. So, sehr schön. Haben wir das auch. Diese Maschinen müssen kontrolliert werden. Vielleicht können sie ja repariert werden. Der Mähdrescher scheint noch in einem guten Zustand zu sein. Er sollte nicht allzu teuer sein, ihn zu reparieren. Warte. So. Haben wir gemacht. Repariere für alles. Okay, jetzt müssen wir reparieren. Hier reparieren. Reparieren. Und. Alter, 120.000. Wir sind ja bald pleite hier. Das ist ja Wahnsinn. Ah, naja. Wer kennt's, ne? So, was haben wir hier eigentlich? Kleiner Stall. Tiere 054. Okay, hier können wir Tiere halten quasi. Okay, nice. So, die Maschinen werden. Wird sich gerade drum gekümmert. Schön. Der Träger ist ja fertig. Ja. Gebäude verbessern. Okay. Scheune. Mhm. 50.000 können wir in der Scheune lagern. Das ist gut. So, hier können wir Gebäude für Angestellte. Ne? Das sind die richtigen Angestellten. Und das hier sind die Gebäude für auch Angestellte. Okay. Da müssen wir nämlich nachher mal gucken, dass die Arbeitswege nicht so weit haben, weißt du? So, können wir das hier mal ein bisschen schneller machen? Mal ein bisschen hin da hinten. Ja. Weil ich wollte schon der erste Ernt einfahren. Kann ich aber nicht wahrsinn. Herrlich. Schön. Ich mag das. Was jetzt? Ja, aber da hat er ein bisschen länger gebraucht, oder? Wer wird's wohl glauben? So. Das Haus der Arbeiter befindet sich in der Nähe der renovierten Stelle. Stelle 2 Leute an und lasse sie in dieses Gebäude einziehen. So können sie sich problemlos um die Tiere kümmern. Sehr schön. Okay, so, anstellen. Wir wollen... Tier. 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 Hey, hallo? Okay, nochmal weg. Anstellen. Wir brauchen Maschinen, Maschinen, Maschinen. Obstgärten, Pflanzen, Tiere. Hier, Tiere. So. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Oh mein Gott, merkst du es? Kriegst du es mit, ne? Warte mal, gleich. Jetzt ist er schon weg, siehst du? So. 160 Stunden monatlich. Ja, ich würde sagen... So, ne? Haben wir schon mal ein für Tiere, Obstgärten, Veränderung, Maschinen. Ja, das ist natürlich... Wir bräuchten jetzt noch jemanden, ne? Der sich um Tiere eigentlich kümmert. Hier, Tiere und Maschinen. Bap. Haben wir geschafft. Sehr schön. Dann sind die zwei jetzt hier drin, ne? Sehr geil. Alles ist bereit. Du solltest jetzt für jeden renovierten Stall 4 Kühe kaufen. Futter für sie bestellen wir und ihn... Was? Bestellen und ihn Pfleger zuweisen. Errichte in der Nähe eine Misthalde, eine Scheune und ein Lager. Okay, Mädchen, das machen wir. So, wir sollen jetzt hier erst einmal kaufen. 1, 2, 3, 4. So, warte mal, hier müssen wir noch zuweisen. 4 von 5, 2 von 5. Ne, ist egal. So, das haben wir. Jetzt geht's hier weiter. Küchen. Bäm, 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 bäm. Auch zuweisen. Bäm. Das haben wir auch. So, jetzt will sie noch Futter bestellen.
Und ihn Pflege zu errichten in der Nähe eine Misthalde. Jetzt müssen wir noch eine Misthalde. Ach ja, Jemini. Ne, warte mal, hier sind wir falsch. Wir wollten auf den Hammer gehen. Jetzt müssen wir gucken. Wo finden wir denn die Misthalde? Oh, wie schön. Man kann das richtig schön machen, ne? Tiere? Kleiner Stall. Sozial, Produktion, Lager. Lagerplatz für Mist. Ist das das? Wir nehmen das einfach mal. Guck mal. So, das würde ich hier einfach gleich in die Mitte reinsetzen. Weißt du, fertig ist der Lack. Ja, direkt neben den Arbeitern, damit die immer schön frische Luft haben. Man kennt es, ne? So, Freunde. Soweit sind wir schon mal gut dran, würde ich sagen. So, 8 Kühe haben wir. Errichte ein neues Gebäude. Scheune. Jetzt müssen wir noch eine Scheune kaufen. So, pass auf, wer hätte es gedacht? Eine Scheune. Wo ist denn jetzt hier? Kriege ich die jetzt da dazwischen? Nee, natürlich nicht, ne? Ah, die kriege ich jetzt nicht dazwischen. Die hätte ich jetzt echt gerne dazwischen. Kann ich den hier irgendwie... Kann man den verschieben? Kleines Silo? Hm? Kann man das irgendwie verschieben? Ich weiß es nicht. Vielleicht hier im Bauen? Warte mal. Ne, das kann man nicht verschieben, ne? Schade. Okay, dann müssen wir uns irgendwie andersweitig um die Scheune kümmern. Ja, stellen wir sie halt dahinter. Ist ja auch nicht so schlimm, ne? Papp, so. Jetzt brauchen wir da aber noch eine Straße. Ne? Kennst du ja? So, jetzt haben wir eine Straße. So, jetzt brauchen wir 2000 Kilogramm Hafer. Das müssen wir hier kaufen. Kaufen. Hafer. Was ist denn der Unterschied? Teuer. So, 2000. Pass auf jetzt. 2000. So, kaufen. Haben wir A gemacht. Errichte, Scheune wird gemacht. Errichte ein Gebäude, Lager. Okay, jetzt brauchen wir... Nein, jetzt gehen wir wieder auf den Hammer. Und ein Lager. So. Und wenn wir Glück haben... Haben wir natürlich nicht. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ach doch, das kriegen wir hier hin. Gucken wir, was könnte man hier dazwischen klatschen. Damit wir alles schön hier in der Nähe haben. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder eine Straße. Ne? Zack, sehr schön. So, jetzt guckst du, wie du guckst. Sehr schön, errichte ein neues Gebäude, Scheune. Haben wir gemacht. So, hier haben wir jetzt eigentlich soweit alles durch, genau. Jetzt brauchen wir nur noch dieses Lager. Das wird gerade gebaut. Sehr nice. Schön. Ah, guck mal, aber schon haben wir, ne? Obwohl du es ja nicht so gedacht hast, zack. Hast du hier was aufgebaut? Guck dich das an. So, wie gesagt, jetzt müssen wir auf das Lager warten, bis das fertig ist. Ne, wir machen schön gemütlich hier. Einmal frei. Gefällt mir. Ach, wie schön. Guck mal, wie nah man da ran kann. Ne? Geschafft. Du hast bei deinem ersten Projekt ordentliche Arbeit geleistet. Ja, danke. Oh, Kapitel 2. Na, guck einer an. Kapitelbelohnung 20.000. Im Milchtal. Na, prima. So. Okay. Müssen wir jetzt hier nicht verwende organische. Gras, Hafer. Okay, jetzt, wir mussten ja hier noch einstellen, ne, was die für Nahrung haben sollen. Das hat die uns nämlich auch nicht gesagt, das musst du nämlich machen. Da haben wir schon einen kleinen Fehler, die sagt nämlich nicht, dass du das noch einstellen musst. Ne, du musst hier drauf gehen und dann hier aussuchen, was du den fütterst. Das ist schon echt Hammer. So, pass auf jetzt. Die renovierten Gebäude sind recht weit voneinander entfernt, aber das wird dich sicherlich nicht davon abhalten, ihr Potenzial zu nutzen. Die frühere Farm hatte sich auf die Milchproduktion konzentriert. Es wäre daher gut, die Entwicklung in dieselbe Richtung voranzutreiben. Baue einen Milchverarbeitungsbetrieb. Beginn mit der Verarbeitung der Milch. Ja. Okay. Errichte neues Gebäude, Milchverarbeitungsbetrieb. Alles klar, das machen wir. Garagenproduktion. Milchverarbeitung. Haben wir jetzt hier irgendwo? Hier ist die Straße.
Lässt du mich nicht setzen, ne? Cool. Und hat das wieder daneben geschoben, was sie sehen. Geil. Okay, super gelöst, finde ich. Echt nice. Weise zwei Arbeiter. Das heißt, wir müssen jetzt hier Angestellte finden, die am besten Maschinen, Obstgärten, Pflanzen, Maschinen, Tiere, Ausdauer, Verarbeitung. Hier, Verarbeitung. Gebäude für Festangestellte 1. Und jetzt bräuchten wir am besten noch einen für... Oh ja, Imker haben wir auch. Obstgärten. Hier ist erstmal gar nichts. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Verarbeitung. Ausdauer, Maschinen, Ausdauer, Verarbeitung hier. Sehr schön, haben wir auch. So. Ein Milch an Strom angeschlossen, haben wir. Weise zwei Arbeiter zu, das machen wir, wenn er fertig ist. Ne? Sehr schön. Okay, das läuft. Ich weiß nicht, ob wir die Scheune hier noch ausbauen können. Die sieht ziemlich komisch aus. Ich meine natürlich, also... ich würde es vielleicht irgendwo jetzt schon ein bisschen anders bauen wollen alles, ne? Ein bisschen alles anders aufbauen wollen. Aber ich glaube, im Kampagnenmodus gucken wir da mal jetzt nicht so drauf, inwieweit wir was wohin bauen oder so. Wir machen es einfach, ja? Wie gesagt, wenn uns das, also wenn euch das auch so gefällt wie mir, und wir vielleicht mal irgendwann eine neue Staffel machen, nach der Kampagne, vielleicht ein paar Herausforderungen oder so, entweder machen wir die im Livestream oder... Ja, wir machen dann halt nochmal separat irgendwie was. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So. Aber noch immer haben wir noch nichts verkauft. Ne? Das ist das Problem. So. Und wir haben immer noch nicht mal ein eigenes Feld. Ne? Das ist ja das, was ich eigentlich möchte. Wir haben uns jetzt nur auf Kühe konzentriert und kaufen das Futter halt. Ja, das ist natürlich dann, ne? Ja, wie sieht's denn aus? Sollt ihr nicht langsam mal hier fertig werden? Machen wir hin hier. Wir schneller, Freunde. Schneller, 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 schneller. Ihr müsst arbeiten, ein bisschen schnell. Ja. So, sehr schön. Haben wir den auch fertig? So, zuweisen. Bäm. Bäm. So. Das haben wir. Du solltest die Kosten für die Tierhaltung so gering wie möglich halten. Kaufe alle nötigen Maschinen für Gras, Hafer und Futterrüben. Im Kampagnenfenster findest du eine Liste mit Maschinen. Hier sind die notwendigen Gelder für den Kauf. Ja, sehr schön. So, kaufe eine Sämaschine für Getreide. Jetzt gehen wir in den Shop. Jetzt geht's los. Jetzt brauchen wir... Fahrzeughandel. So, wir brauchen eine... Werkzeuge. Eine Mähmaschine. Ne, eine Sämaschine brauchen wir. Streuer für Kunstdünger. Sämaschine für Getreide brauchen wir. Kaufen. Parkplatz 2. So. Jetzt brauchen wir eine Pflanzmaschine. So. Eine Pflanzmaschine. Kaufen. Parkplatz. Ab. Jetzt brauchen wir ein Grupper Estera. Alter Falter, ne? Grupper Estera haben wir hier. Kaufen. So. Wapp. Haben wir auch. Jetzt brauchen wir einen Anhänger für Wasser. Ach du Scheiße. Oh Mann, ey Leute, ist ja Wahnsinn. Ein Anhänger für Wasser. Kaufen. Ein. Jetzt brauchen wir einen Miststreuer. Einen Miststreuer. Machen wir den jetzt wieder. Ein Miststreuer. Kaufen. Den packen wir da ein. Jetzt brauchen wir eine Feldspritze. Mamma mia, ne? Einmal Feldspritze bitte. Ladewagen. Hier haben wir eine Feldspritze. Kaufen. So. Und ein Anhänger brauchen wir. Jetzt haben wir wahrscheinlich das Problem. Ah, dass der Anhänger da nicht hinpasst. Uff. Den müsste man dann hier hinten hinpacken, ne? Ach nee. Dann müssen wir, hä, brauchen wir dann noch einen Parkplatz? Okay, lass uns mal gucken nach dem Anhänger. Vielleicht haben wir ja Glück. Ein Anhänger. Kaufen. Nö. Den kriegen wir natürlich auch hier nirgendwo hin, ne? Den kriegst du nirgends hin. Du musst den unbedingt auf den Parkplatz. Das heißt, wir brauchen ja jetzt eigentlich noch einen Parkplatz. Kommen wir nicht drum herum, Freunde.
Da kommen wir nicht drum herum. Produktion, Lager, Garagen. Oh, hier eine schöne große Garage, ne? Oh, wie gerne ich die hätte. So. Papp. Nicht am Strom angeschlossen? Doch. Wollte ich schon sagen. So. Jetzt geht's wieder zum Hänger. Ein Anhänger. Kaufen. Parkplatz 3. So. Papp. Erledigt, meine Freunde. Erledigt. Bist du bereit? Sehe Gras, Hafer und Futterrüben. Wenn du zu wenig Geld hast, kannst du jederzeit Milch und Milchprodukte auf dem Markt verkaufen. Lege das Feld mit Futterrüben an. Lege das Feld an mit Gras. Lege das Feld an mit... Ach du Scheiße. Okay. Jetzt müssen wir irgendwie Felder. Ist jetzt die Frage. So. Ich würde sagen, wir machen 32 mal 32. Das ist immer gut. Einmal. Zweimal. Oh nein, kriegen wir nicht mal hin. Ne? Nee. Ah, okay, dann machen wir es hier gegenüber. Ist ja nicht schlimm. Dreimal. So. Jetzt. Ja, wie mache ich das jetzt? Ach ja, Apfelbaum, Aprikose, Buch, Bienen. Wir brauchen Futterrüben. Okay, das haben wir gemacht. Jetzt brauchen wir Hafer. Hafer. Hier, Hafer. Sehr schön, haben wir auch gemacht. Und jetzt brauchen wir noch eins mit Gras. So. Na, dann lass mal schauen, wo haben wir das hier Gras haben. Sehr schön. Sehr nice. Errichte ein neues Gebäude, Lagerplatz für Silage. Ein Lager für das Gärfutter neben dem Stall und den Kuhställen kann sich als äußerst praktisch erweisen. So kann Gras und Stroh zu Gärfutter für die Tiere verarbeitet werden. Baue zweimal Lagerplatz für Silage. Okay. Jetzt brauchen wir Lager. Garagen. Produktion hier. Lagerplatz für Silage. Wäre natürlich optimal, wenn wir das hier hinten irgendwo hinbauen, ne? Einmal. Zweimal. So, jetzt brauchen wir ein Sträßchen. Ein Sträßchen. So. Huch. So. Haben wir auch. Perfekt. Ich weiß nur nicht, wann die das hier... Die müssen das ja selber machen, ne? Ich weiß nicht, müssen wir hier noch irgendwie zuweisen? Feld 3 Hafer, klein... Aha, was ist das? Keine Ahnung. So. Du musst dich auf mehr Milch und Feldfrüchte vorbereiten. Baue ein zusätzliches Lager und Logistikgebäude. Dank des Logistikgebäudes wird sich in der Warentransport massiv beschleunigen. Okay, einrichte ein neues Gebäude. Mama mia. Junge, ihr wirst aber gleich überhäuft, du. Das muss ich mal sagen, ne? Produktion, Lager. Lager, Scheune. Die, wir brauchen Logistik. Sozial. Wo finde ich denn das jetzt? Kann mir da mal einer helfen? Garagen. Dekoration sind es hier. Logistikgebäude und ein Brunnen. Siehst du? Ach, Herr Jemine. Baum ist gleich dran. Errichte ein neues Gebäude, Lager. Oh mein Gott. Was ist. So. Haben wir auch. Einmal an Strom angeschlossen. Das müssen wir noch machen. Dann müssen wir jetzt Stromleitung ziehen. So. Haben wir auch angeschlossen. Sehr schön. So, das haben wir fertig. Das haben wir fertig. Richte ein neues Gebäude, Lager. Ja, okay. Wir müssen jetzt nur warten, bis die fertig gebaut sind. Dann haben wir es schon. Sehr nice. Ach, wie krass ist das denn bitte, ne? Schön. Ich
bin mal gespannt, wann wir die Felder bewirtschaften. Freue ich mich auch schon drauf. So, das haben wir fertig. Logistik, jo, alles klar. Jetzt müssen wir nur hier drauf warten. Ich denke mal, die wird uns das alles nach und nach so beibringen, weißt du? So. Oh nein, die Tiere sind krank geworden. Du musst so schnell wie möglich einen Tierarzt holen. Ruf einen Tierarzt. Verkaufen, verlagern. Okay, das ist falsch. Hier vielleicht. Tierarzt rufen, hier, zack. Schnell, Herr Tierarzt, schnell! Nicht genug Arbeiter. Ja, ich weiß nicht, muss das schon währenddessen oder kommt das noch? Oh, der hier vorne hat keinen Strom. Na hallo, was ist denn bei dir kaputt? Warte mal. So. Hallo? So, jetzt hat er Strom, ne? Sehr schön. Muss das nicht irgendwie... Ne, kann man nicht. Tierarzt ist, ne? Auf Experte wartend. Ja, da brauchen wir doch ein bisschen länger hier. Mach mal hin hier. Ja, hier müssen wir auch noch Leute zuweisen eigentlich. Aber okay, wir machen schön langsam auf ihn. Nicht? So. Puh, die Lage ist wieder unter Kontrolle. Du solltest besser eine... Was besser, ein Tierklinik bauen, damit deine Tiere gesund bleiben. Junge, ich werde nicht mehr. Ja, herrlich. Produktion, sozial, Tiere, kleiner Stall, Garagen, sonstiges. Eine Tierklinik. Ja, wir bauen eine eigenständige Tierklinik. Ja, da bau die Tierklinik. Hause dahin, ey. Hause einfach dahin. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich weiß nicht, ob es hier so ein Verschiebungstool gibt, weißt du? Das wäre echt geil. Dass man später sagen kann, okay, mir gefällt das nicht mehr. Ich möchte das alles ein bisschen geordnet haben. Zur Not kann man es ja alles wegreißen und baust nochmal was Neues hin. Weißt du wie? Ja, müssen wir mal gucken. So, jetzt haben wir gleich die Tierklinik. Die Tierklinik. Ja, wir sind schon mittendrin, statt nur dabei. So, mal ein bisschen schneller. Jetzt kannst du kurz Pause machen, beziehungsweise Play machen. Konzentriere dich auf die Produktion von Käse und Butter. Produziere und verkaufe 800 von jedem. Ja, herzlichen Glückwunsch. So. Käse aus Kuhmilch. Und Butter. Was macht er? Käse aus Kuhmilch. Ja, das ist schon mal richtig. Ah, hier oben kann man dann ändern. Okay. Waren verkaufen 140 Kilo. Okay, Mist, kann man noch verkaufen. Okay, 800 von jedem. Verkaufe 800 Kilogramm. Ah, die haben diesen anderen Käse, ne? Siehst du hier? Der ist so gelblich. Warte mal, haben wir da vielleicht hier den hier? Warte mal, ändere Produktion hier auswählen. So, dann machen wir den jetzt. Käse aus Kuhmilch. Kuhmilch? Ja, wieso hat er das nicht gemacht? Fragen über Fragen. Ja, weil hier geht's hoch, ist gut. Gelber Käse aus Kuhmilch. Butter. Naja, Butter müssen wir dann machen. Jetzt machen wir erstmal das. So, und ich würde sagen, in der Zeit, wo ich jetzt hier warte, schreiten wir einfach mal voran und sagen, das war die erste Folge. Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, es gefällt euch auch, dieses Spiel. Mein Gott. Entschuldigung. Also auch so gut wie mir. Also ich mag dieses Spiel echt richtig gerne, ja. Mal gucken, wie weit das hier noch so geht, wie vorangeschritten das noch wird. Und hast du nicht gesehen. Und wo uns das Ganze hinführt. Wie gesagt, wir machen halt die Kampagne. Und ja, guck mal einfach mal. Ja, da würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.